What's up, Wargamer? Forja and Desván TV are Garuden and Roku. In this channel, you will find a lot of interviews with sector professionals, unboxers, battle folks, and a lot more. Especially personal opinion topics. Don't hesitate and subscribe, Wargamer. Piketes Wargamer. Hier haben wir die erste Miniatur, das uns Vortice Miniaturen gesendet hat. Es ist ein neues spanisches Unternehmen, das wirklich coole Miniaturen für Fantasy Fußball macht. Dieses Mal ist es ein Dämon. Wie du siehst, muss ich es zuerst entpacken. Ich mag wirklich, wie diese Miniatur aussieht. Hier ist die Basis, die Flügel. Wie du sehen kannst, sind wunderschön gestaltet und sind auch sehr original. Mir gefallen sie. Sie sind ein bisschen beschädigt von der Zeit und sehr viel gebraucht worden sind. Es ist wie es den Dämon sehr viele Kämpfe erlebt hat in dem Spielfeld. Und hier ist der Dämon. Wie du siehst, die Details sind erstaunlich. Und die Qualität wirklich genial. Ein Konzept, das ich interessant finde, wenn du genauer hinschaust, ist es, dass es keinen Aussatz hat, wo die Flügel hineinpassen. Die Flügel sind ganz optional. Wenn du mir eine Sekunde gibst, werde ich den wichtigsten Werkzeug für Modellbauer und Miniaturmodellisten nehmen, den bekannten Blue Tag. Dieses Mal ist es von einem alles 1-Euro-Laden. Es ist nicht das Original, aber es klappt auch richtig toll. So würde die Miniatur mit dem Flügel aussehen. Und ich denke, es sieht fantastisch aus. Es ist eine richtig große Miniatur. Wie wir im Vorfeld des Wands sagen, es ist ogergroß. Jetzt werde ich sie bemalen, damit ihr auch sie fertig sehen könnt. Bis jetzt, Wargamer! Diese Miniatur wurde von Garuden bemalt. Für die Grundfarbe benutzte er ein dunkles Rot. Nachdem wurden ein paar Layer von verschiedenen Rot in Dreibrush gemacht und nachher einen Wash mit einer gelben Farbe, damit wirklich es feurig aussieht. Die goldene Rüstung wurde ganz glänzig bemalt und mit ein paar Washes in dunklem Braun zu diesem alten Gold gemacht. Ich denke, insgesamt sieht die Miniatur wirklich sehr gut aus. Die blauen Hosen machen einen richtig großen Kontrast und die Hörner sind auch richtig einfach zu malen. Ich hoffe, es hat euch die Miniatur gefallen. Bis zum nächsten Mal, Wargamer!